Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und wir haben gerade von einem durchgedrehten Vampir Blut entnommen, den wir vorher in einen Käfig gesperrt haben. Ja, und jetzt reden wir mal darüber, was da passiert ist, weil mich so die Hintergrundgeschichte da ein bisschen interessiert, so zu den Vampiren. Ja. Das habe ich nicht erwartet. Du hast es mir nicht gesagt. Wir müssen nicht darüber reden. Ich will aber. Hätte ich geahnt, dass du dich einer Folter unterwirfst, dann hättest du was getan? Trotzdem. Edlaf auf andere Art gefunden. Ich wollte nicht, dass du ihn auf andere Art findest. Hast du daran gedacht? Nein, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich irgendein Wesen freiwillig solchen Schmerzen unterwerfen würde. Da seid ihr Vampire doch auch nicht anders als wir. Ich sagte dir doch, dass das meine Art war, meine riesige Schuld gegenüber Detlaf zu begleichen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich nicht zögern. Ja, ich habe deinen Absud fertig gebraut. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten. Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Also gut. Muss dir nebenbei mal was zu trinken einschenken. Das ist so cool. Und jetzt haben wir nicht eine Info, wo sich Detlaf aufhält und wir müssen was anderes probieren. Entschuldigung, es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ach, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Sehr unauffällig. Dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlaf? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Sieht so geil aus. Einfach nur zugucken. Geil. Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Ich
Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Da den Moment, als Detlef und Delacroix sich kennenlernen. Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Die Vision begann und endete mit einem Schuhputzer. Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzer stand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Joa. 39. Yes. Jetzt können wir endlich diese geilen Sachen hier anziehen. Boah, das ist besser als alles andere, ey. Jetzt sehen wir geil aus. Wir sehen geil aus. Aber eins fehlt uns, oder? Der Kopf. Wir haben nicht alles durchsucht, oh nein. Mein Gott, wir sehen so gut aus. Oder das ist ja noch so eine Silberwaffe, das weiß ich natürlich nicht. Waffenreparaturset. Okay. Aber die Rüstung müssen wir ja auch noch reparieren. Ja, und die Stiefel kommen dann bei Zeiten. Wir klauen ihm erstmal seinen Wein und so. Meine letzten Gedanken, bevor der Schlaf mich umfängt. Er braucht eine irgendwas Spitzhacke. Der Diener des Stammes. Käfighaltung und Freilandhaltung im Vergleich. Okay. Ey, das Spielewerkzeug nehme ich doch mit, da sage ich nicht nein.
bin am Überlegen, ob wir in diese komische, da wo wir das eben gemacht haben, nochmal zurückgehen und gucken, ob wir irgendwas vergessen haben von der Rüstung. Weil wir nur 5 von 6 Teilen haben. Okay. Das Schöne ist, wir können die Sachen ja dann ganz entspannt verkaufen. Komme ich da oben jetzt ran? Gar nicht wahrscheinlich. Dann halt nicht. Eine Illusion. Interessant. Das ist ja mal geil. Haben wir hier Schönes? Färbemittel. Schwur eines Ritters. Hier ruht Ritter Ramon von Gishon. Auf meinem Grab ist nicht das Antlitz des Mannes zu sehen, der einst gelebt hat. Ich habe mich mit Herz, Seele und Körper dem Rittertum verschrieben und wünsche, als Ritter in Erinnerung zu bleiben. Das Symbol der Ritterschaft ist ein nacktes Schwert und dieses Symbol ruht über mir. Das Schwert, das meine Ehre, meine Freunde und mein Herz verteidigt hat. Das Schwert, das mir näher war als ein Bruder. Das Schwert, das nie mit dem Blut eines Unschuldigen befleckt wurde. Es soll für immer auf diesem Stein ruhen. Und jetzt haben wir es. Und es benötigt natürlich Stufe 41. Deshalb warten wir so lange, bis wir es tragen können. Ja, wir sind ja irgendwie hier reingefallen, unabsichtlich, ne? Ich erinnere mich. Moment, hier sind wir wieder bei dem Typen irgendwie, ne? Ach, halt. Wir können ja auch den etwas offensichtlichen Ausgang nehmen. Den wir so ja noch nicht kennengelernt haben. Schon ist es wieder hell und schönes Wetter und so. Okay, ich möchte wie gesagt da nochmal hingehen und gucken, weil wir jetzt nur 5 von 6 Z-Teilen haben, ob wir das letzte da noch kriegen, ob das jetzt vielleicht noch ein Schwert ist. Oh, dieser Grabstein, der ist so massiv, der hält unser ganzes Pferd auf in der Luft. Als ob der auch nur ein halbes Pferd aufhalten könnte überhaupt, aber egal. So, nee, da wollte ich jetzt nicht hinreisen. Jetzt habe ich da aus Versehen draufgeklickt, aber das war gar nicht meine Intention, aber egal. Entspannt euch, meine Freunde. So. Die tollen Ruinen. Jetzt sehen die schon viel freundlicher aus hier. Nostrix. Pferdehaut. Ja, das haben wir schon mal nicht rein. Da ist so eine alte. Todesfee.
Egal, wir nehmen die mal auf. Jetzt sag bloß, wir kommen hier nicht mehr rein. Das wäre jetzt echt ungeil. Vielleicht finden wir den letzten Gegenstand ja auch glücklicherweise noch woanders. Ich werde es irgendwann mal googeln. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zum Wegtypen hier. So. Hafen von Beauclair. Gehen wir doch mal hin. Und finden mal heraus, was der Bursche mit Detlef zu tun hat. Detlef, das ist ein toller Name. Ja, der Hafen sieht schon geil aus, ne? Ja, wir sollten das Schwert vielleicht mal wegstecken. Hier ist der Schuhputzer. Welche Erklärung hast du dafür? Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Sein Vater, ein Hexer, geht dich nichts an. Was sind wir denn mal? Ein Hexer. Nein, wir sind sein Vater. Sein Vater. Ihr rührt ihn nicht an. Das lasse ich nicht zu. Papalapap, ich kannte seinen Vater. Er war genauso ein Gauner. Ich prügel ihm Anstand ein. Ich werde ihn lehren, bei uns Dreck zu machen, damit er Kunden hat. Also weg mit dir, Rumtreiber. Kommt nicht in Frage. Ach nein? Dir können wir auch das Fell gerben. Das ist mir einerlei. Gut! Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Wir werden dir helfen, mit Betrügern gemeinsam Sache zu machen! Jetzt, du Henker! Verdammt! Ich würde ja nicht mit dem, der in komplett schwarzer Rüstung vor mir steht, kämpfen wollen. Der liegt aber schön. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Mir das Leben schwer. Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Na los! Haben sie verdient. Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Okay, wir werden aber im nächsten Part mit ihm sprechen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.